Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Baldur's Gate 3, zur zweiten Folge von unserer Baldur's Gate 3 Serie. Falls ihr die erste Folge noch nicht geschaut habt, unbedingt hier oben in der Infokarte draufklicken. Da findet ihr die erste Folge. Kurze Zusammenfassung von der ersten Folge. Wir wurden entführt, beziehungsweise unser Charakter wurde entführt. Und wir sind aus diesem Notoliden-Schiff, ist das, glaube ich, heißt das so? Ich hoffe. Entkommen, glücklicherweise. Und jetzt versuchen wir natürlich irgendwie weiterzukommen, ein Heilmittel zu finden. Das ist gerade unsere Prämisse. Wenn wir uns hier mal in unser Tagebuch wagen, dann sehen wir auch, finden wir heraus, wie sich der Gedanken in der Parasit entfernen lässt. Und ich würde sagen, das werden wir machen. Let's go. So, wir sind hier letztes Mal ein bisschen gestrandet. Fresh water. There must be a settlement somewhere nearby. Das ist ja ganz gut. Da findet man bestimmt auch irgendwie jemand, der bestimmt irgendwas weiß, der uns helfen kann. Was haben wir denn hier? Plünder, 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 Plünder. Und Schattenherz. You're alive. I'm alive. How is this possible? Naja, ehrlicherweise habe ich gehofft, dass ihr wisst, warum wir noch leben. I remember the ship. I remember falling. Then nothing. Wisst ihr zufälligerweise, wo wir hier gestrandet sind? No. I don't recognize this place. But anything's an improvement on where we just came from. First things first, we need supplies, shelter, and most of all, a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Das ist richtig. Ja, ich würde sagen, ich mache mich dann am besten auf den Weg. Wait! Charging off by yourself sounds like a fine way to get killed. We need each other, and we both know what's at stake. Can't think of better company. Ja gut, irgendwo hast du ja recht. Zu zweit zu reisen ist wahrscheinlich sicherer. Gehen wir zusammen. One thing, just before we go. I wanted to thank you again for freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod, but you didn't. I'll remember that. Lead the way. Joa, kein Problem. Und ja, wie es hier aussieht, ist das hier wohl dieses Schiff, was hier abgestürzt ist. Mit diesen tentakelähnlichen Dingern, nenne ich sie jetzt mal. Dann schauen wir mal, was es hier so gibt, abgesehen von Glut, Asche, Tentakel, Monster, Monsterschiff, Monsterschiff-Tentakel. Loot. Ich sehe hier Loot. Loot ist immer gut. Heiltrank. Sehr, sehr schön. Ein Hut. Können wir bestimmt aufsetzen, den Hut. Großartig. Wir haben jetzt einen Hut, aber ich würde den Hut doch mal wieder absetzen. Weil der bringt uns nämlich nichts. Also kein Boni oder ähnliches. Dementsprechend setze ich ihn wieder ab. So, jetzt haben wir Rezepte freigeschaltet. Wir können theoretisch gesehen in der Alchemie Tränke herstellen. Dafür brauchen wir hier allerdings so ein paar Sachen. Wie das alles genau funktioniert, zeige ich euch, wenn wir genügend Ressourcen haben, um etwas Alchemistisches herzustellen. Gold nehme ich natürlich gerne mit, sage ich nicht nein zu. Das waren die Dinger, die auch oben waren, auf dem Schiff, wenn ihr euch daran erinnert. Rucksack, looten. Ich sag, wie es ist. Erkunden ist im Baldur's Gate das A und O. Ich nehme das einfach mal mit. Genau, von hier aus sieht man das Schiff nochmal ein bisschen besser. Ich glaube, da geht es rein ins Schiff. Wir können uns das gerne mal von innen nochmal anschauen, das Schiff. Die ganzen Sachen durchlesen können wir später noch machen.
Loot, 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 loot. Sehr schön. Ein Wegpunkt. Wegpunkte sind praktisch, denn wir können uns theoretisch von überall aus der Map dann immer zu diesen, seht ihr da, diese Wegpunkte teleportieren. Jetzt haben wir zwar nur einen freigeschaltet, aber später ist das natürlich nützlicher. So. Hier haben wir auch nochmal Pflanzen. Wie gesagt, ich sammle einfach alles ein, damit wir uns Tränke machen können, müssen uns die dann nicht immer kaufen. So. More of those wretched things. Moin. Better stay back. One strike could be lethal. Ja, schauen wir mal. Also, jetzt haben wir halt das Problem, dass Schatten jetzt relativ weiter hinten ist. Wir können... Oh nee, können wir actually nicht. Das war ein bisschen schlecht. Wir haben nämlich vorher nicht gerastet. Bedeutet, wir müssen uns jetzt hier auf das verlassen, was wir haben. Hat er denn irgendwelche Resistenzen? Nö. Entweder der oder der. Was wir allerdings machen können, ist unsere Bonusfähigkeit benutzen, um einzutauchen. Da machen wir hier nämlich wieder Feuerschaden drauf. Sehr, sehr gut. Zu 90% helfen wir. Der 12 bis 15 Leben. Der 10 Leben. Ja gut, das ist natürlich sehr gut gelaufen. Dass der eine jetzt nicht gestorben ist. Ich ziehe mich mal wieder ein bisschen zurück. Don't waste a step. So. Okay, jetzt ist Schattenherz dran. Schattenherz hat diese relativ starken Zauber, der 3 bis 30 Schaden verursacht. Dementsprechend würde ich da mal drauf gehen. Jawollo. Der hat actually sehr viel Damage gemacht. Jetzt haben wir nur noch ihn. Und der ist auch relativ weit weg. Und ihn da. Joa, das können wir eigentlich so belassen fürs Erste. Genau, wir haben noch unsere Armbrust, die noch brennt. Das heißt, da können wir eigentlich drauf feuern, actually. 90%. Jawohl. Jetzt haben wir nämlich die beiden wieder zusammen. Können wir da hinrennen? Weil es unsere Bewegungsreichweite, okay, die reicht nicht aus. Was wir machen können ist... Ah, wir haben bei ihr keine Fernkampf, also keine Armbrust ausgerüstet. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Na gut, dann versuchen wir es einfach mit dem Feuerpfeil. Ja gut, Fehlschlag. Großartig. Ich ziehe mich mal wieder ein bisschen zurück. So. Er setzt Spuren ein, das ist gut, weil wir wissen, er hat jetzt keine Aktion mehr übrig. Und ja, wir könnten einen Nahkampfangriff machen. Aber ob das so sinnvoll ist mit 2 bis 19 Fernkampf. Im Nachteil würfel ich allerdings. Oder wir gehen in den Nahkampf und tauchen aber unsere Waffe in Feuer ein und machen dann wieder Feuerdamage. Dennoch ein HP, großartig. Bei ihr würde ich mal das gleiche machen. In Feuer eintauchen. Ich meine, es ist nur ein HP, also muss jetzt nicht sein, aber ich wollte nur mal zeigen, dass es auch geht. You fight well. Perhaps our survival isn't such a distant prospect. Eventuell, ja. Jetzt haben wir den großartigen Vorteil, dass wir einen Stufenaufstieg haben. Bedeutet, wir können hier unter Stufenaufstieg aufsteigen. Bedeutet, wir bekommen neue Fähigkeiten, Fertigkeiten und so weiter.
mehr Leben, was auch schon mal sehr, sehr gut ist. Genau, wir haben einen neuen Zauberplatz der Stufe 1 freigeschaltet. Zaubereipunkte, verwende Zaubereipunkte, um deine Zauber zu verändern oder zusätzliche Zauberplätze zu erschaffen. Klingt sehr nützlich. Okay, das ist auch cool. Jetzt können wir uns noch einen Zauber auswählen, den wir nehmen wollen. Das ist eine gute Frage. Ich könnte blenden. Oder wir nehmen falsches Leben zur Not, wenn wir angegriffen werden. Selbst verkleiden. Ich glaube, Federfall ist am nützlichsten, wenn wir irgendwo runterspringen wollen. Ich denke mal, das Metamagie. Du erhältst Fähigkeit, Zauber an deinen Bedarf anzupassen. Wähle aus den folgenden Metamagie-Optionen aus. Ja, dazu muss man wissen, ich habe selber noch nicht die Klasse Zauberer gespielt. Dementsprechend muss ich mich hier auch ein bisschen reinlesen. 10 seconds later. Ich habe jetzt einmal ausgewählt diesen Zauber. Der ermöglicht uns einfach mehr Reichweite für unsere Zauber. Und der ermöglicht, dass wenn der Zauber nur auf eine Kreatur gewirkt werden kann, kann es auf noch eine zusätzliche Kreatur gewirkt werden. Was ziemlich mächtig ist. Und damit sind wir fertig. So, Shadowheart hat auch mehr Leben bekommen. Neuen Zauberplatz. Göttliche Macht fokussieren. Du hältst das Attribut göttliche Macht zu fokussieren. Du beginnst mit zwei Effekten, Untote vertreiben und einem Effekt, der durch deine Domäne festgelegt wird, wird durch eine kurze Rast oder lange Rast wieder aufgefüllt. Was kurze Rast und lange Rast ist, dazu kommen wir später noch. Untote vertreiben, Abbild beschwören, jung. Vorbereitete Zauber. Befehlen. Das ist ein sehr mächtiger Zauber. Den würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ansonsten war es das erstmal. So. Und jetzt kommt, was ich vorhin meinte, ein Problem mit Zauberei. Oder mit generell Zaubernutzern. Das Problem ist, wenn wir eine kurze Rast machen, da kriegen wir sowohl Trefferpunkte, also Lebens- oder ja, TP-Trefferpunkte, Lebenspunkte, wie auch immer, wiederhergestellt bis zu einem gewissen Grad. Und zum Beispiel Klasse Kämpfer kann eben wieder ihre speziellen Angriffe machen oder Barbar kann auch wieder Raserei und so weiter machen. Problem bei Zauberwirkern ist, dass die Zauberplätze nicht wiederhergestellt werden. Ich kann das ja einmal demonstrieren. Hier bei kurzer Rast. Und ihr seht, unsere Zauberplätze unten, die sind nicht wiederhergestellt. Beziehungsweise nicht in diesem Maße, wie es sein sollte. Was halt ziemlich blöd ist. Dementsprechend empfiehlt sich, eine lange Rast zu machen. Und die werde ich auch mal eben machen. Dafür gehen wir ins Lager. Und hier im Lager angekommen, kann man eigentlich alles Mögliche machen. Zum einen hat man hier seine Lagervorräte, also seine Lagerkiste actually, wo man halt, oder seine Reisetruhe, wo man alles Mögliche drin lagern kann, was einfach ziemlich praktisch ist, denn man hat auch nur eine begrenzte Menge an Tragekapazität. Dementsprechend ist das sehr schnieke. Genau, außerdem befinden sich in unserem Lager unsere gesamten Begleiter, die wir haben. In diesem Fall haben wir gerade nur Schattenherz dabei. Aber ja, hier hinten im Lager, also das Lager, beziehungsweise wie das Lager aussieht, das variiert immer so ein bisschen, je nachdem, in welcher Umgebung man ist. Jetzt sind wir in der freien Natur und dann
ist, ich sag mal, dieses Lager gewählt worden? Wären wir in Ruinen, würde das Lager anders aussehen, hat aber die gleichen Features. Wären wir in Spiegel, damit könnten wir zum Beispiel unser Aussehen ändern, machen wir jetzt aber nicht. Ja, und später kommen noch so ein paar weitere Sachen dazu, die erkläre ich dann aber zu einem späteren Zeitpunkt. Gut, jetzt können wir den Tag beenden. Und es steht, du hast genügend Lagervorräte, um bei einer langen Rast Trefferpunkte und Zauberplätze wiederherzustellen. Sagen wir, jo. Dann haben wir so gesehen unsere Schlafklamotten an, beziehungsweise alle haben ihre Schlafklamotten an. Und immer wenn da so ein Ausrufezeichen oben dran, nochmal, immer wenn ein Ausrufezeichen über einen Charakter ist, dann möchte dieser Charakter unbedingt mit uns reden. Deswegen klicken wir mal einfach drauf, beziehungsweise beginnen wir einfach mal ein Gespräch. You strike me as the reliable sort. But are you sure this is a good idea? Was meint ihr damit? There are lit fuses in our heads. Sooner or later they're going to blow. Each hour that passes, the thing inside us grows. We need to find a healer. Let's wake up at first light. Das ist richtig, aber wir müssen unsere Zauberblätter wieder auffüllen, denn ansonsten wird das mit den nächsten Kämpfen ein bisschen schwierig. Deswegen, wir müssen vor allem Hilfe suchen, das ist richtig. Maybe we'll get lucky. We're overdue some good fortune. Rest well. We'll need our strength. Das ist richtig. Deswegen gehen wir auch einfach mal pennen. So, jetzt können wir Lagervorräte auswählen. Wir müssen halt insgesamt 40, ich sag mal, Punkte erreichen. Wir haben so Vorratspakete. Die machen sofort 40. Ja. Wir können die auch automatisch auswählen lassen. Das geht auch. Machen wir einfach mal. A calm night is a mercy. Yet your eyes refuse to stay closed. Every time they flicker shut, the tadpole seems to twitch behind them. Dragons, geese and the hells themselves have come after you. Yet it is this creature that lingers in your skull. Also, ich sag, wie es ist, wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren und das ist jetzt ein Heilmittel zu finden. Und das ist das Wichtigste und das zählt. And you will find it, no matter the cost. Your life is your own. No wriggling tadpole is going to change that. Sleep claims you. Determination buoyed by gentle dreams. Ja, da sind wir wieder. Am frischen Morgen. Und wie ihr seht, haben wir hier wieder alles aufgefüllt. Das ist sehr, sehr toll, sehr, sehr gut. Wir können übrigens auch außerhalb von diesen Ausrufezeichen über Charakteren mit Charakteren sprechen. Something the matter. Also wie gesagt, das ist kein Problem. Und dann können wir die immer mal zwischendurch irgendwas fragen. Zum Beispiel fragen wir jetzt mal, was ist das eigentlich für ein Artefakt, was du da immer so heimlich bei dir trägst? There's no story. None that you're entitled to hear, anyway. Just forget you ever saw it. Ja gut, was haltet ihr von dem, was bis jetzt so passiert ist? We haven't gone all that far yet. What are you referring to exactly? Naja, ich meine, ihr macht euch sicher Gedanken über den, ne, blinden Passagier in unserem Kopf. Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. We've no solid leads right now, though. We'd best get hunting. If you discover anything that might help us, I'm all ears. Ja gut, ja, ich sag euch auf jeden Fall Bescheid, wenn ich was Neues weiß. Was habt ihr eigentlich vor, wenn wir die Larve tatsächlich losgeworden sind? I suppose we'd go our separate ways. Not a slight on your company, of course. Und wohin genau würdet ihr gehen? Home. Baldur's Gate. There's someone waiting for me there. Someone I have to reach. As soon as possible. Ja gut, scheint irgendwas Persönliches zu sein. Ich werde jetzt auch nicht weiter nachfragen, nachbohren. Thank you. And you're right. It's
A delicate matter. Not something for light conversation. Dann gehen wir mal weiter. Wir können ja auch unser Lager verlassen, logischerweise. Wäre sonst ein bisschen schlecht. So, jetzt sind wir bei diesem verwüsteten Strand, wo wir gerade unseren Kampf hatten. Und ja, können hier immer mal gucken und schauen, was es hier so an Loot gibt. Wichtig ist, wir dürfen jetzt nicht hier ins Feuer laufen, sonst kriegen wir wieder Feuerdamage, wie in der ersten Folge. Das war nicht so cool, bin ich ehrlich. Peter Adlinger. Gut, der hat Moneten. Ist gut. Joa, ansonsten. Hier geht's hoch. Das heißt, hier gibt es bestimmt was zu Loot. Ne, hier geht's weiter. Okay, gut. Gehen wir weiter. Moin. Stachelige Knolle. Die Dornen in dieser Knolle explodieren beim Auftreffen und lassen alle Kreaturen in der Nähe bluten. Klingt nützlich, I guess. Ich würde mich erstmal draußen weiter umschauen, bevor wir das komplette Innere erkunden. Oh, moin. Harry, I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Ich denke, das könnt ihr auch selber erledigen, bin ich ehrlich. I was hoping for a kind soul. Well, not to worry. Hey. Aber jetzt wird's aber frech hier. I saw you on the ship, strutting about whilst I was trapped in that pot. What did you and those tentacled freaks do to me? Wenn du das Messer wegschickst, dann können wir vielleicht miteinander reden. You'll talk. I can... Ah! Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light. The fear. What was that? What's going on? Ihr solltet lieber das Messer wegstecken. I'm not an idiot. It has to be those tentacled monsters. Something they did. They took you too. I saw it during whatever just happened. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Ja, wie schön, dass wir nicht mehr aufeinander losgehen. Indeed we are. Please, allow me to introduce myself. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Ja, ich bin übrigens auch aus Baldur, ne? Is that so? We clearly move in different circles. Ja, allerdings machen sie uns zu Gedankenschindern. Turn us into... Ha! Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Kontrollieren, du hast das vielleicht ein bisschen falsch verstanden. Wir wollen die loswerden, nicht kontrollieren. Well, yes, of course. But first things first. Also, ihr könnt mit uns reisen. Ich meine, da haben wir bessere Chancen. Aber solltet ihr noch einmal mich irgendwie angreifen, hinterhältig, dann ist vorbei mit unserer Begleitung hier. Sag ich, wie es ist. You know, I was ready to go this alone. But maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. All right, I accept. Lead on. Ja, jetzt haben wir noch ein weiteres Truppenmitglied, und zwar den guten Astarion. Watch your back. Der kann auch in der Stufe aufsteigen.
Genau, er ist Schurke. Ihr merkt schon, je nachdem, welche Klasse man hat, hat man immer andere, oder bekommt man andere Sachen dazu, wenn man eine Stufe aufsteigt. Leben gehört eigentlich so gut wie immer dazu. Mir fällt jetzt keine Klasse ein, die jetzt kein Leben bekommt, wenn man eine Stufe aufsteigt. Genau, der ist ein Schurke und kann dementsprechend so ein paar raffinierte Aktionen machen. Zu denen kommen wir später auch noch. Wird sehr useful sein und die werde ich natürlich auch erklären. So, weiter geht's, würde ich sagen. Dann gehen wir mal doch wieder zurück in das Schiff. Moin. Ja, ja. You approached the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. Compassion. Nee, warte mal, wir sollten wütend sein auf ihn. Yes, you feel hate. And you deserve to be punished for it. You should be whipped, made to bow before this creature in shame. It's possessing your mind, forcing you to love it. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Sind wir ehrlich? Keine Gnade. Also wenn man uns entführt, da gibt es keine Gnade. Monster. Death is too good for it. Mag sein, allerdings kann er uns tot auch nichts mehr tun. Ne? Das muss man auch ein bisschen abwägen, finde ich. Ja, gibt's denn sonst noch irgendwas? Oder Goblin? Dead goblins over there. Worth checking for supplies, maybe. Ein Beil? Okay. Dann nehmen wir mal alles mit. Und ach ja, wir wollten ja sowohl Schattenherz als auch Astarion mit Fernkampfwaffen ausstatten. Zack. Und Astarion hat schon Bogen. Okay, gut, dann brauchen wir ihn nicht mehr mit der Fernkampfwaffe aus. Looks unstable somehow. Ja, irgendwie sieht das nicht so aus wie das alte. Ich, Leute, ihr kennt mich. Ich guck mir das trotzdem an. Pass das trotzdem an, bin ich ehrlich. You approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Also, ich sag wie es ist. Das letzte Mal, wo ich irgendwelche Sachen berührt habe, da ist einfach alles schlimm. Also, ne? Und deswegen, um aus meinen Fehlern zu lernen, würde ich es trotzdem nochmal machen. Hä? Wer seid ihr? Just your average traveler stuck between realms. Pull me out and we'll get properly introduced. Ich versuche mal, mich mit der Magie des Siegels zu verbinden. Vielleicht kann ich sie ja beruhigen. Hoffen wir mal. Jawohl. Trick.
Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. I'm usually better at this. Moin. Ich bin übrigens Anna. That magic. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Norse Lloyd as well. Ich trau dem Bart noch nicht. Whoa, easy does it. You really, really don't want to do that. Not a threat. Just an observation. Und warum sollte ich euch nicht angreifen? 10 years of bad luck if you kill a wizard. Why take the risk? Na gut, stecken wir mal unsere unsichtbare Waffe wieder weg. Much obliged. Besides, I suspect the real villain here is one we have in common. Back on the ship, you two were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region, were you not? Ja, fahren fort. The insertee we speak of, this parasite? Are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as seramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most, no doubt, but I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. Also, ich kann uns da auch nicht wirklich helfen. As we've established, few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer, and soon, too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Na gut. Aber keine Scheiße bauen. Bin ich ehrlich, dann wäre ich grantig. Most excellent. A parasite shared is a parasite halved. Or something to that effect. Oh, but before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. For I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Ja gut, jetzt haben wir noch einen weiteren Begleiter und den können wir auch upgraden. Den guten Gale. Stufenaufstieg. Genau, er ist ein Magier und kein Zauberer. Ja, es ist tatsächlich ein Unterschied, aber da gehe ich ein andermal nochmal genauer drauf ein. Genau, jetzt können wir aussuchen, was für eine Art Zauberer er ist. Ich würde sagen, wir gehen mit Bannmagie. Bannmagie rufen Schutz herbei, verbannen Gegner und heben Magie auf, was denjenigen nützlich ist, die sich und andere verteidigen wollen. Das klingt ganz gut, dann können wir ihn relativ defensiv spielen. Fände ich gut. Welche Zauber nehmen wir mit? Taschas grässliches Gelächter, sehr wichtig, ich zeige euch später warum. Und ja, er kann theoretisch auch eine chromatische Kugel mitnehmen. Ja. Vorbereitete Zauber. Klatschen wir mal alle raus. Also, den wollen wir mitnehmen. Den aber auch mitnehmen. Den aber auch mitnehmen. Den können wir auch mitnehmen. Und nehmen wir das auch mal mit. Ja, jetzt hat er Arkanen Schutz. Was das bedeutet, ist folgendes. Dein Arcana-Schutz blockiert Schaden in Höhe der Anzahl deiner Ladung und verliert dann eine Ladung. Ja. Das ist nützlich später für den Kampf. Wie gesagt, ich erkläre das später nochmal ausführlicher. So, dann gucken wir mal auf der Karte. Wie gesagt, wir können jetzt hier immer zwischen den hin und her wechseln. Was können wir noch machen? Wir können hier weitergehen. Theoretisch. Und mal gucken, ob es hier was zu looten gibt. Moin. Dorfmonarchie.
neues Rezept. Wie gesagt, auf die ganzen Rezepte, da gehen wir später noch drauf ein. Gar kein Stress. Joa. Oh, da sind Gegner. Ich speichere einfach mal, vorsichtshalber. Achtung, Ranken. Nicht dran festhängen, das wäre schlecht. Moin. You both twice as tall as me, but I'm half the bloody backbone. But we don't know what that thing even is. And what about the crypt? I'm telling you, it's a ship. And the crypt can wait. Mari and Barton have been trying to break in for days. Now we... Stop! Got ourselves competition already. That's our ship. Ja gut. Also... Ich sag, wie es ist, das Schiff, das ist voller Monster. Ich würde da jetzt nicht reinsteppen. Ne? Bin ich ehrlich? Und wir waren scheinbar sehr überzeugend. Well, in that case, come on, you lot. No point in getting killed. Second worm gets the cheese and all. Second mouse gets the cheese, no? Nobody's getting any damn cheese. Now move it! Tschüss. You're more cunning than you look. I thought we had a fight on our hands. Nö, ich hab das ja alles unter Kontrolle hier. Das ist ja gar kein Problem. Joa. Gibt's hier denn irgendwas zum Looten? Drachenpilz. Oder so ein paar alchemistische Zutaten. Ich wiederhole mich, aber die werden später nützlich werden. Schauen wir uns mal hier an, was da drauf steht. Time and the elements have left the plaque unreadable. Das ist schon eine relativ alte Statue scheinbar. Wie gesagt, nicht in diese Ranken reinlaufen. Haben wir was drin? Tatsache. Da unten habe ich gesehen, war eine Tür. Können wir einfach mal hinsteppen und einfach mal klopfen, würde ich sagen. Oh, hier ist Loot. Ja, Leute, ich nehme alles mit. Also, wenn ich irgendwas zum Looten finde, nehme ich natürlich alles mit. Diebeswerkzeug. Möglich ist, den Besitzer je nach Fingerfertigkeit Schlösser zu knacken. Sehr, sehr wichtig. Gehen wir hier rein. Moin. Thank you, Gibblebuck. Everything all right out there? Er hat eine Falle ausgelöst. Wir brauchen Hilfe. Kann da schnell mal eben jemand rauskommen? Also das wäre richtig cool, wenn da jemand rauskommen könnte eben. Oh, I told him it wasn't safe out there. Get inside and I'll rustle up some bandages. Das hat funktioniert. Bevor ich irgendwo reingehe, ich speichere mal lieber. So, und dann würde ich sagen. Let's go. You're dead. Ja, ja, wir sind tot. Okay, das ist natürlich ein bisschen schlecht. Was wir machen können ist, dass hier rote ist der Sichtbereich des Gegners. Wir können hier außerhalb des Sichtbereiches gehen und können uns dann verstecken. Das heißt, er sieht uns nicht und wir bekommen einen Vorteil auf unseren Angriffswurf, weil wir versteckt sind. Wenn wir versteckt sind, können wir einen hinterhältigen Angriff machen. Der macht 5 bis 15 Damage. Also viel mehr als unser normaler Angriff machen würde. Das heißt, treffen zu 80%. Jawohl. Der hat gesessen. Metamagie. Deine Magie zischt vor neuen Potenzial. Wähle eine Metamagie-Option und dann den Zauber aus, den du verstärken möchtest. Okay. Erstmal können wir jetzt hier rumswitchen. Das ist ziemlich cool. Survival is all that matters. Das heißt, wir können hier wieder unser... unsere chromatische Kugel nehmen. Aber die würde nur zu 65% treffen. Hatte irgendwelche... Resistenzen? Nein.
überrascht, kann weder Aktion durchführen noch reagieren. Deswegen hat er gerade eben nicht angegriffen, weil er überrascht war. So, brennende Hände machen 3 bis 18 Schaden. Allerdings würde Gale damit auch getroffen werden, das wäre ein bisschen blöd. Dementsprechend können wir auch einfach mal gucken, ob wir nicht einen Feuerpfeil auf ihn schießen. Aber der wird auch nur 65% treffen. Das heißt, wir gucken mal bei Schattenherz. Wie sieht das da aus? 2 bis 7 Angriff. Wir haben hier noch diesen mächtigen Angriff. Der wird auch nur bis 75% treffen. Das ist natürlich blöd. Dann gucken wir mal bei Gale. Was kann der so uns bieten? Wenn der angreift, macht das 0 bis 7. Also eventuell machen wir auch gar keinen Damage. Nur zu 45%. Seine chromatische Kugel würde auch nur zu 65% treffen. Sein Kältestrahl auch. Also sieht alles nicht so rosig aus. Allerdings haben wir jetzt ja mehrere Leute, die angreifen. Das heißt, ich versuche zuerst mit ihnen anzugreifen. Das hat gewirkt. Und zack, haben wir schon einen Gegner besiegt. Und es steht kein Speicherplatz mehr zur Verfügung. Dann entferne ich mal eben alte Speicherplätze. Irgendwann später. So, jetzt haben wir auch wieder Speicherplätze. Genau, das heißt, das hätten wir. No more prayers. Only dust and silence. Ja. Who are those prayers for? Ancient, indecipherable text covers the plaque. Ja gut, das ist natürlich blöd. Whoever worshipped here must be long gone. Plünderkiste, das hört sich doch gut an. Monetos. Was haben wir da? Vorratspaket. Sehr gut. Ja, okay, ich sammle jetzt doch nicht alles ein. Also die ganzen Kleinigkeiten hier werde ich jetzt mal nicht aufsammeln. Was könnten wir denn noch machen? Können wir mal hier reinsteppen. Verwenden den Hebel. Sind hier Gegner? Ja. Okay, ich wurde erwischt. Beziehungsweise Astarion wurde gesehen. Allerdings, raffinierte Aktion verstecken. Ihr kennt das Spiel. 88%. Jawohl, das hat Damage gemacht. Jetzt gehe ich mit Astarion mal ein bisschen zur Seite. Ansonsten kann ja niemand anderes mehr durch. So können wir was machen. Chromatische Kugel können wir machen. Wir sind auch gegen nichts Resistenz, aber der Weg ist unterbrochen, wie man hier sieht. Das ist halt schlecht, weil Astarion so gesehen im Weg steht. Wenn wir hier hingehen, funktioniert das so? Ne, Weg ist immer noch unterbrochen. Das heißt, wir können jetzt nicht großartig was machen, weil der Weg unterbrochen ist. Wo geht die hin? Gale? Der kommt da wahrscheinlich auch nicht mehr ran, ne? Na gut, aber Astarion. Da können wir hier wieder raffinierte Aktionen verstecken. Und dann können wir wieder... Darf nicht im Nachteil des... Achso. Time to move. So, jetzt aber. Zack. Und schwuppdiwupps haben wir den Kampf auch gewonnen. Wie man hier vielleicht auch im Hintergrund hört, hier sind die ganze Zeit irgendwelche Gegner. Und es ist halt ziemlich gut, dass wir am Anfang, wo wir hier reingesteppt sind, den überzeugen konnten, die Tür aufzumachen. Dann hätten wir die Tür aufgebrochen, dann wäre hier das komplette Chaos und überall Schlacht, Tod und was weiß ich nicht alles. Ja... Ich würde sagen, wir dringen hier einfach immer weiter vor.
bis wir einfach jeden Gegner erledigt haben. Diese Fässer, die sind ziemlich wichtig, weil mit diesen Fässern, die können halt explodieren. Dementsprechend mache ich das gerne so, dass ich die einfach aufhebe und mitnehme. Zack. Dass ich die irgendwann, wenn ich die taktisch einsetzen möchte, gezielt platzieren möchte. Hinter der Tür können wir leider natürlich nicht schauen, weil sie zu ist. Ja, hier das gleiche Spielchen. Deswegen schauen wir mal. Schauen wir mal, wir gehen hier rein. Hier ist tatsächlich kein Gegner. Aber gut. Ist hier irgendwas zum Looten? Irgendwas? Nee, nichts Großartiges zum Looten. Was die kahle Truhe vielleicht? Na gut. Jetzt nichts Nennenswertes zum Looten gewesen. Die ist verschlossen, die Tür. Ich kann euch mal was zeigen, und zwar Astarion. Der hat von all meinen Leuten den höchsten Wert für Geschicklichkeit. Beziehungsweise hat er ganz viele Boni auf diebische Aktionen. Also ist ja ein Schurke, beziehungsweise auf Schurkenaktionen. Bedeutet, ich kann hier einfach auf Schloss knacken. Gehen. Gut, wenn das Ding ein Schloss hätte. In diesem Fall hatte es jetzt kein Schloss. Na gut. Hier hinten sind wohl noch Gegner. Allerdings würde ich hier einen ganz gemeinen Schachzug machen und würde sagen, ja, das war es auch schon wieder mit der Folge, mit einer weiteren Folge von Baldur's Gate 3. Falls ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, dann frage ich mich, warum ihr jetzt hier am Ende des zweiten Teils seid. Aber ansonsten holt ihn auf jeden Fall nach. Lasst dem Video gerne ein Like da und auch gerne ein Abo, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Schreibt gerne eure Meinung zu unserem Projekt oder zu unserem Charakter in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder, wenn es heißt Baldur's Gate 3.